Hallo, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar, ja, zeige ich euch meine Geburtstagsgeschenke. Und zwar, gestern war mein Geburtstag. Wenn ihr das Video seht, ist es bestimmt schon wieder eine Woche her. Aber, ja, ich habe so viele tolle Geschenke bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben Samstag mit Familie gefeiert und Sonntag mit Freunden und Nachbarn. Ja, und das mit Freunden und Nachbarn war eigentlich nichts Aufregendes, hätte ich mir gedacht. Ich wollte einfach nur anstoßen. Aus dem Anstoßen ist eine 7-stündige Party geworden, gefühlt. Ja, und es hat jeder was mitgebracht, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Aber wie es so ist, nimmt man halt meist in meine Kleinigkeit mit. Ich würde sagen, ich beginne mit den Sachen, die ich mir gewünscht habe. Ja, zum Ersten, und eigentlich kann ich mir so Produkte ja immer selbst kaufen, aber gewisse Sachen sind für mich auch sehr was Besonderes. Die kaufe ich mir nicht einfach so. Deshalb, ja, bin ich umso glücklicher, dass ich die jetzt bekommen habe. Und zwar, meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Elf Glow Highlighter, den Hello Glow Liquid Filter, gewünscht. Und der ist schon jetzt in einer dunklen Farbe, obwohl ich sagen muss, dass dieser Filter mir eh schon fast zu hell ist. Und jetzt ist er ja doch endlich da, der Sommer, sprich ich werde bestimmt demnächst wieder etwas Farbe bekommen. Denke ich zumindest. Und da wird dann die Farbe perfekt passen. Vor allem ist es ja nur das Produkt, was du unter der Foundation trägst. Aber kannst du natürlich auch ohne Foundation tragen. Denn dann hast du ein leichtes, glowy, ebenmäßiges Hautbild. Ja, und alle, die so ein bisschen auf Social Media unterwegs sind, wissen, dass der richtig, richtig gehypt ist. Der ist jetzt auch nicht so extrem teuer, dass man ihn sich jetzt nicht kaufen könnte. Aber ich habe ihn auf jeden Fall trotzdem gewünscht und er ist in der Farbbezeichnung 4 Medium. Und ich würde sagen, ich teste das jetzt gleich mal auf meinen Handrücken, da ich schon richtig gespannt bin, wie die Farbe so ist. Gut, also ich habe das jetzt so halbwegs geöffnet und ich sehe jetzt schon, dass der richtig schön glowy ist und so einen leichten Schimmer hat. Das nenne ich mal einen Riesenapplikator. Der scheint jetzt gar nicht mal so dunkel. Ja, wie gesagt, ein bisschen Farbe noch im Gesicht und dann passt das vermutlich perfekt. Ja, ich will jetzt auch gar nichts sagen und den beurteilen, da man es am Handrücken ja nicht so gut erkennen kann. Aber ich verteile ihn jetzt mal ein bisschen. Ja, man sieht gleich, dass das wirklich ein sehr schönes und ebenmäßiges Hautbild macht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, demnächst die Produkte auch vielleicht gleich morgen oder übermorgen zu testen in einem Kurzvideo, damit ich euch davon berichte, ob der wirklich so gut ist und den Hype wert ist. Denn ich muss sagen, ich finde den auch richtig gut, aber angeblich ist der um einiges besser. Kommen wir zu einem nächsten Produkt, das ich mir auch gewünscht habe. Und zwar ist das von IT Cosmetics, die CC Cream. Ich hatte die schon mal und das ist eine Reisegröße, die reicht komplett für mich aus. Denn die verwende ich hauptsächlich an den heißen Sommertagen, wo ich vielleicht auch wirklich direkt immer in der Sonne bin. Auch im Urlaub nehme ich mir die immer mit. Und das ist die Foundation, die einen SPF 50 hat, UVA, und ist eine Full Coverage Cream, ist aber eine CC Plus. Ja, wie gesagt, ich hatte die schon mal und ist eigentlich die perfekte Foundation für den Urlaub. Und hier ist jetzt nicht viel drinnen, aber wie gesagt, das reicht mir vollkommen. Ich komme da auch meistens immer drei Jahre lang im Sommer damit aus. Also ich nehme die mir auch wirklich hauptsächlich für den Urlaub mit, denn man möchte ja auch im Urlaub sich wohlfühlen. Und ja, ich fühle mich halt wohler, wenn ich ein bisschen geschminkt bin. Muss nicht viel sein, dann nehme ich mir auch nicht viel Zeit, aber da ist einfach das hier perfekt. Und hier hast du noch einen, wie gesagt, SPF 50 dabei und ist nicht so extrem glow, was mir gut gefällt, denn im Sommer, also im Urlaub, schwitzt man ja eh immer sich meistens einen ab. Und von dem her passt das perfekt. Die wollte ich unbedingt wieder haben für den Urlaub. Und jetzt habe ich sie wieder. Und dann, das war auch ein sehr großer Wunsch von mir, und zwar die zwei Produkte hier. Das sind diese Body Sprays von Sol de Janeiro. Da habe ich einmal hier jetzt die Nummer 62, die eh sehr bekannt und beliebt ist. Und auch hier die Nummer 68. Und ich habe den Duft gestern und vorgestern schon getragen. Also ich habe die einen Tag vor meinem Geburtstag schon bekommen. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und ja, habe den jetzt schon 2 Tage getragen, den hier. Und ich finde den unglaublich gut.
Ja, da gibt es auch verschiedene Duftrichtungen. Mal sehen, ob ich mich da noch weiter durchtesten werde. Auf jeden Fall bin ich total happy mit diesen Düften. Die halten auch wirklich auch richtig lange gut und ist halt kein Parfum, sondern ein Body Spray. Und ich liebe Body Sprays und die Düfte, ja, ich weiß nicht, ob man den beschreiben kann. Mir fällt sowieso schwer, Düfte zu beschreiben. Der ist halt so richtig girly. Und der ist halt so ein bisschen eher sommerlich, aber doch ein sehr, sehr schwerer Duft, finde ich. Aber so ein richtiger Sommerduft. Mal sehen, welcher von den beiden dann mit in den Urlaub geht. Aber vielleicht mache ich euch ein Video dazu, welche Produkte ich mitnehme in den Urlaub. So, pack mit mir meinen Koffer oder so. Irgendwie könnten wir doch mal machen, oder? Auf jeden Fall habe ich jetzt schon Angst vor dem Urlaub, denn ich werde zu 99% diese Hitze dort nicht aushalten. Kann schon mal passieren, dass es da über 50 Grad hat. Ja, kommen wir noch zu dem letzten Produkt, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Wir waren auch, es ist noch nicht so lange her, in Wien 2 Nächte. Wir haben das meiner Tochter zu ihrer Erstkommunion geschenkt und dort habe ich dann mein Geburtstagsgeschenk gefunden. Und zwar suche ich schon etwas länger eine schöne, hochwertige Leder, Geldbörse, und ich bin eigentlich nirgendwo so richtig zufrieden gewesen, beziehungsweise habe ich halt mir auch in den Kopf gesetzt, dass diese Geldbörse meine Lieblingsfarbe haben soll, und es könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, welche meine Lieblingsfarbe ist. Ja, auf jeden Fall hat mein Mann einfach dann zu mir gesagt, weißt du, wo wir jetzt hinschauen? Zu Liebeskind Berlin. Und ich war so... Und wir sind halt da so richtig als Rucksack mit Kind und schon den dritten Tag in Wien, fix und foxy auf gut Deutsch, sind wir da rein. Die haben uns alle nur so angesehen, so, die kaufen bestimmt nichts. Ich habe mir dann diese Geldbörse in meiner Lieblingsfarbe geholt und mal sehen, ob ihr jetzt kommentiert habt und die richtige Farbe in den Kommentaren hinterlassen habt. Eine kurze Chance habt ihr noch. Ja, das ist auch wirklich sehr schön verpackt. Und zwar ist das hier meine neue Geldtasche. Und es ist unglaublich, wie sich das angreift. Also, da kennt man halt schon. Und die war echt, echt schweineteuer. Ich würde mir so etwas niemals selbst gönnen. Vielleicht eh blöd, aber ja. Auf jeden Fall war halt das dann das Geschenk auch von meinem Mann. Sieht halt so aus. Mir war es halt ein bisschen wichtig, dass ich mehr Platz für Karten habe. Obwohl ich eh schon die App habe, wo meine meisten Karten auf meinem Handy sind. Aber trotzdem, ja, ich bin richtig happy und hätte mir nie gedacht, dass ich so ein perfektes Sonnengelb, würde ich schon fast sagen, finde. Ja, und dann hat er mir noch das hier geschenkt. Und das war halt dann der Zeitpunkt, wo mir so ein bisschen fast die Tränen gekommen sind, denn hier habe ich leider eine sehr traurige Geschichte dazu. Ich habe schon mal diese AirPods von Apple, von meinem Mann, ich glaube zu Weihnachten bekommen. Und ja, ich habe sie Anfang des Jahres oder eher so im Frühling hinzu einfach nicht mehr gefunden. Ich habe ihm das auch blöderweise dann lange nicht erzählt, dass ich die nicht gefunden habe. Irgendwann haben sie sich entleert. Dann habe ich es ihm erzählt und er hat gemeint, die hätten wir über die App suchen können. Ja. Auf jeden Fall war das halt so dann so ein richtiges Überraschungsgeschenk und irgendwie... Keine Ahnung, es war halt für mich schon sehr was Besonderes. Und ich weiß auch, dass die Dinger hier nicht gerade günstig sind. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Und ich habe ihnen versprochen, dass ich die nicht wieder verlieren werde. Ja, und dann habe ich meinen allerliebsten, darf man eigentlich Alkohol hier in die Kamera zeigen? Aber ich habe den restlichen ganzen Alkohol, den ich geschenkt bekommen habe, jetzt nicht hier mit raufgeschleppt und den nehme ich jetzt nicht hier mit rein. Aber ich habe einiges bekommen. Ich habe einen selbstgemachten Nussschnaps von meiner Mama bekommen. Der ist Gold wert. Der ist für mich nicht ein Alkohol,
Der ist für mich eine Medizin. Den trinke ich nämlich immer, wenn ich zu deftig gegessen habe, wenn es mir dann nicht so gut geht, dann trinke ich den sehr gerne und der ist einfach für mich Gold wert. Und das weiß meine Mama und somit hat sie mir auch ein Fläschchen davon geschenkt, was mich sehr, sehr freut. Aber das ist halt so ein bisschen eine Mischung aus Alkohol und Naschen. Das ist der Schwedenbombenlikör. Den bekommt man nicht so leicht und ja, ich habe ihn jetzt endlich. Ich habe den nämlich schon mal zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Schwester und der ist ziemlich schnell leer gegangen und jetzt habe ich ihn wieder. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, mal ein bisschen was da nach hinten stellen, sonst wird mir hier der Platz zu wenig. Ja, dann habe ich einiges Süßes auch bekommen und alles, was ich liebe und mir selbst nicht kaufe. Und zwar Raffaello und Giotto. Ich liebe diese Dinger und ich bin halt dann so, dass ich die auch wirklich so schäle. Bin ich da alleine oder schält ihr diese Dinger auch und genießt sie bis zum letzten Bissen? Wohl da ich mich oft gar nicht recht zurückhalten kann, aber ich weiß nicht warum. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, dass ihr diese erste Nussschicht mal runter macht und esst und dann das Innere, diese Creme rausschlägt. Genauso auch hier bei den Raffaello, das ist... Ja, das mache ich schon immer so und ist mir irgendwie geblieben. Und ach ja, ich habe dann noch so eine zweite Packung davon. Auch immer schön zu sehen und zu wissen, dass Freunde, Nachbarn schon wissen, was du gerne magst und sie dir das dann schenken. Und dann habe ich noch auch eine Leidenschaft von mir, Rumkugeln bekommen. Die mag ich auch sehr gerne, kaufe ich mir auch nicht selbst. Und die, glaube ich, ist neu. Die kenne ich noch nicht, das ist Raffaello. Kokos, Mandelcreme, Schokolade, mal sehen. Ich bin echt gespannt, wie die schmeckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die nicht mögen werde, denn ich liebe, liebe Raffaello. Ist halt wahrscheinlich so ähnlich wie eine Raffaello-Kugel, nur in Schokoladenform. Und ja, ich glaube, das letzte Süße, was ich dann noch bekommen habe, sind Toffifee. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch das letzte Süße und das, die kenne ich noch gar nicht. Noch von einer Freundin diesen Lavendelblumenstock hier bekommen, der wird in meinen Garten wandern. Ich mag Lavendel sehr gerne und falls ihr das nicht gewusst habt, die Dinger sollte man auch oder kann man auch neben Rosen und so setzen, damit die so ein bisschen die Läuse abwehren. Und das werde ich vermutlich auch machen. Ach, der riecht richtig gut. Und das Wertvollste ist eigentlich hier drinnen, denn sie hat mir eine Geburtstagskarte geschrieben. Und hier ist ein Gutschein, dass wir gemeinsam frühstücken gehen. Und so etwas finde ich halt immer richtig schön. Da wir schon bei einem Frühstücksgutschein sind, habe ich noch einen zweiten bekommen. Der befindet sich hier drinnen. 30 Euro Gutscheine zum Frühstücken gehen. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier etwas von Rituals. Das ist einmal ein Showergel, eine Bodycream, ein Body and Hair Öl und ein Body Mist. In der Duftrichtung Pet to Inner Peace. Auch ein richtig tolles Geschenk. Und Rituals mag ich eh sehr gerne. Zu guter Letzt habe ich hier noch einen Gutschein. Das ist ein Gutschein vom Fass. Ich weiß auch nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ein Geschäft, wo du reingehst, überall Fässer stehen, wo ein nach dem anderen ein Fass steht. Und du kannst dann halt hingehen und sagen, du willst ein Limonenöl für den Salat, einen... Was ist mein Lieblingsessig? Ein Dattelessig. Dann haben sie auch noch die Abteilung mit Liköre, Schnäpse etc. Also wirklich ein tolles Geschäft. Und da habe ich hier auch noch einen Gutschein mit drinnen. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit mit den Geschenken. Wie gesagt, ich habe noch sehr, sehr viel Wein und Alkohol bekommen. Ja, aber damit das jetzt nicht so aussieht, wie wenn ich ein Alkoholproblem hätte, habe ich mir gedacht, zeige ich euch diese ganzen Flaschen natürlich nicht. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen, obwohl es mal etwas anderes war. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige es euch einfach, weil es mich einfach so happy gemacht hat, die tollen Geschenke zu bekommen, zu besitzen, zu haben und euch natürlich dann auch zu zeigen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.